Ich will über Korruption reden. Ich will über Korruption reden. Korruption ist ein Krebsübel, unter dem viele Menschen in der Welt leiden. Wenn Sie eine Mutter in Ruanda fragen, die ein Schmiergeld zahlen muss, damit ihr Kind im Krankenhaus behandelt wird. Oder wenn Sie einen russischen Vater fragen, der ein Schmiergeld bezahlen muss, damit sein Sohn an der Universität studieren kann, dann sehen Sie, welche fatalen Folgen Korruption hat. Aber es ist nicht so, als ob wir hier in Deutschland und in Europa nichts damit zu tun hätten, mit dieser Korruption. Das sind oft gerade unsere Unternehmen, die in diesen Ländern bestechen. 2003 war ein wichtiges Jahr der Korruptionsbekämpfung. In dem Jahr haben sich in Mexiko die Staaten der Welt zusammengeschlossen, haben gesagt, lasst uns etwas Gemeinsames tun und haben ein Übereinkommen vereinbart. Und dieses Übereinkommen ist heutzutage von über 50 Ländern dieser Welt ratifiziert, aber ein Land ist nicht darunter. Und dreimal dürfen Sie raten, welches Land? Dieses Land ist Deutschland. Deutschland hat nach wie vor nicht diese UN-Konvention gegen Korruption ratifiziert. Lassen Sie mich sagen, wer ratifiziert hat. Großbritannien hat ratifiziert, Frankreich hat ratifiziert, Niederlande hat ratifiziert, Belgien hat ratifiziert, Spanien hat ratifiziert, Portugal hat ratifiziert, Schweiz hat ratifiziert, Österreich hat ratifiziert, Polen hat ratifiziert, Schweden hat ratifiziert, Finnland hat ratifiziert. Deutschland hat nicht ratifiziert. Und wenn wir uns das Ganze noch globaler angucken und wenn wir uns die 20 mächtigsten Staaten der Welt angucken, die G20-Staaten, dann gibt es nur noch drei Länder, die nicht ratifiziert haben. Japan, Saudi-Arabien und Deutschland. Und das heißt, auch Mexiko hat ratifiziert. Südafrika hat ratifiziert. Kanada hat ratifiziert. Die USA haben ratifiziert. Es ist ein Skandal. 2003 wurde es vereinbart. Es ist nicht ein Jahr, es sind nicht zwei Jahre, es sind nicht drei Jahre, es sind acht Jahre, seitdem nichts passiert ist. Und dort sitzen die Damen und Herren, die für verantwortlich sind. Jetzt werden Sie fragen, wie kann das denn sein, dass Deutschland sowas nicht macht? Das ist doch eigentlich ein bisschen peinlich. Ja, ist es auch. Der Grund liegt daran, dass es einen kleinen Paragraphen im deutschen Strafgesetzbuch gibt, der ganz unscheinbar ist. Und der hat die Nummer 108e. Und dieser kleine Paragraph regelt, wann Abgeordnete in Deutschland als bestechlich gelten. Und dieser Paragraph ist so gummiweich, dass Deutschland nicht dieses internationale Übereinkommen ratifizieren kann. Und weil sich seit acht Jahren die Damen und Herren dort vorne nicht darüber verständigen können, dass sie die Bestechung, die sie selbst betrifft, also wann sie bestochen werden, weil sie das nicht verschärfen wollen, deswegen können sie diese Konvention nicht ratifizieren. Und dann geht Deutschland hin und sagt der afghanischen Regierung, wir geben euch nur Geld, wenn ihr endlich die Korruption bekämpft. Wir geben Geld nur an Griechenland, wenn dort die Korruption begrenzt wird. Und selber bekommen wir die Regel, die die Abgeordneten betreffen, nicht in den Griff. Und das heißt, Sie können zu einem Abgeordneten gehen und sagen, ich möchte Ihnen 5.000 € dafür geben, dass Sie in der Fraktionssitzung Geld dafür geben, dass bestochen werden kann. Sie können zu einem Abgeordneten gehen und können ihm sagen, ich gebe dir Geld dafür, wenn du diese Rede im Parlament hältst. Und wissen Sie was? Sie wandern dafür noch nicht mal in den Knast, weil das ist nicht verboten in diesem Land. Ich würde Sie alle auffordern und bitten, schreiben Sie an Ihre Abgeordnete, Ihren Wahlkreisen, sprechen Sie sie an, machen Sie den Druck, damit wir uns international nicht länger schämen müssen und nicht international weiter dastehen als diejenigen, die international den Antikorruptionskampf verhindern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.